den amerikanischen Traum am Leben zu halten. Dieses Versprechen hat unser Land immer besonders gemacht. Und, bist du bereit? Was hast du geholt? Spülhandschuhe? Wir sehen wie zwei Amateure aus. Scheiße, was ist denn das? Eine abgesägte Schrotflinte. Du wolltest so ein Ding haben. Damit killen wir jeden in dem Raum. Mark Bradmans Pokerrunde wurde ausgeraubt. Hände hoch, Hände hoch! Kohle auf den Tisch und keiner wird verletzt. Es geht nur ums Geld. Wie geht's jetzt weiter? Wir fangen bei Treadman an. Die werden keiner großen Aktion zustimmen. Was soll das bedeuten? Die wollen nur, dass sie mit ihm reden. Hey, was ist denn los? Hey. Dass ich mit ihm rede? Machen Sie ihm nur Angst. Verletzen Sie ihn nicht zu schwer. Die wollen nicht, dass er verletzt wird. Bezahlt für ein Bier. Wir haben die zwei Grünschnäbel. Der eine gibt damit an, dass er in einer Pokerrunde 100 Riesen abgezockt hat. Was ist mit diesen Typen heute los? Die können einfach nicht ihre Fresse halten. Der geht hoch wie ein Riesenlagerfeuer, wird geil. Wer wird's machen, Sie? Dafür brauche ich Mickey. New York, Mickey? Du willst, dass ich ein Doppel mache? Das kriege ich hin. Ich weiß nicht, ob die zwei bezahlen. Das ist Arbeit für zwei. Ich bin jeden Tag hier. Ich weiß. Sollte ich dich kennen? Ich kenne nur ganz wenige. Du bist in einer Position, die viele Leute niemals haben. Du hast die Wahl. Ich weiß nicht, ob ich das packen kann. Du hast einen Fehler gemacht. Und das musst du wieder gut machen. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Haben Sie mal einen umgebracht? Die heulen, die flehen, die rufen nach ihrer Mutter. When the man comes around. Ich töte sie gerne sanft. Aus der Ferne. Du bist hier, um was zu machen, weißt du nicht mehr? Ich lass mich nicht rumkommandieren! Steig aus dem Auto! Ich hab nichts getan! Du weißt, was du tun musst, oder? Das Vertrauen in unsere Finanzsysteme ist unerlässlich. Jetzt muss ich aber lachen. Wir leben in Amerika. Amerika ist kein Land. Es ist nur ein Business.